Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Entschuldigt die Verspätung, aber das kommt vor, wenn man mit so einer Nummer noch viel zu lange am Zocken ist. Und er dann einfach nicht schlafen möchte. Okay, aber egal. So, wir hatten, offen war irgendwie immer noch der Solare Orbit, die Station. Bringt ja gut Geld. Deswegen machen wir die jetzt, glaube ich, als erstes. Hier läuft etwas in knapp einem Jahr aus. Da sollten wir uns dann auch bald drum kümmern. Weil sonst der solare Orbit nachher Probleme bringt. Der braucht nämlich, glaube ich, länger als ein Jahr, bis wir den gebrannt haben. Ne? Aber das machen wir dann noch. Dann kriegen wir hin. So, okay. Die Station. Ach Mensch, moin. Ja, ich war selber auch zu spät. Alles gut. So, Station. Wir können doch theoretisch. Ne, die Duna-Station, die ist ja zu groß. So groß brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchten doch nur so ein kleines Ding, ne? So ein Fünfer. Five Kerbels. Das kriegen wir Bomber neu. Da passt einer rein. Ah ne, warte. Moment, Moment, Moment. Ich muss den nehmen, damit wir gar keinen mitnehmen. Viel wichtiger. Können auch das machen. Passen da zwei rein. Ne. Ach, der Science war das große, ne? Noch größer. Ah, brauchen wir sowieso, oder? Research Lab. Genau, haben wir. Da passen zwei rein, da passen zwei rein. Das heißt, es fehlt noch einer. Haben wir nicht irgendeinen Pot, wo drei reinpassen? Wo ist es denn da? Eins, zwei, drei. Na gut, warum nicht, ne? Nochmal. Dich? Du kappelst. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Nö. Jetzt mache ich mir gerade Sorgen, dass ich danach irgendwann zu. Nö, wir nehmen einfach den Träger und so weiter. All das mit, da passiert nichts. So, und das Science. So, jetzt haben wir hier etwas für fünf Leute. Gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Super. So, damit das hält. Ich traue dem nicht. So. Das ist die Ausstiegsluke. Sieht zumindest so aus, ne? Sollten wir es vielleicht nicht da drauf setzen, sondern etwas daneben. Falls da doch mal jemand rein muss, möchte, will. Nein, das muss so. So, was brauchen wir sonst noch? Antennen und Power. Okay. Antennen. Das wären ein paar viele. Das fällt halt unter Relaisstation. Ah, ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Na, so passt es nicht ganz. So. Bäh. Dann halt nicht. Dann nur Vierer. So, wenn das mal keine Relaisstation wird, dann weiß ich auch nicht. Die Frage, die ich mich gerade nur stelle, ist, kriegen wir da Teile irgendwo hin? Bestimmt, oder? So, Docking Ports. Hätte auch noch gerne. Und es kann auch keinen Strom erzeugen. Also. Erstmal gibt es hier einen Ring aus Strom.
Das Fenster kann ruhig ein bisschen zugebaut werden, ist nicht schlimm. Da können sie, müssen sie durch. Ich hätte auch direkt einen Achter oder so nehmen können, ne? Jetzt egal. So, und die langen. Tack. Nach oben klettern müssen sie ja eh nicht. So. Es reicht, wenn sie da unten dann rausklettern können. Und da oben hin, da müssen sie dann halt hinfliegen. Ist mir egal. So, wir haben Antenne. Dockingpots kommen noch. Kann Strom erzeugen. Ist super. Wir haben 5 Gerbils, die unterbringen können. Wir haben ein Research Lab. Das heißt, wir brauchen nur noch die Pots. Wo waren die denn jetzt nochmal? Struktur? Nein. Coupling. Ist jetzt die Sache. So, wir tun so, als würde das Fenster bekommt einen Durchbruch. Und dann können die da einsteigen. Aber ich möchte das, ich glaube, das letzte Problem war halt einfach so einfach über den. Es war so instabil aufgrund der Dockingports. Die haben halt nicht so eine Stabilität und deswegen war das letzte Ding einfach nur wild am Wackeln. Das können wir jetzt aber vermeiden, indem wir es einfach direkt so bauen, auch wenn das unglaublich seltsam aussieht. So, ich würde das auch einpacken. So. Ah, das sieht doch super aus. Sieht gar keiner, dass da was für ein seltsames Gebilde da drin steckt. Aber das reicht. Gut, haben wir jetzt. Das passt immer höhenmäßig auch so total super. Ich würde mir dich gerne nochmal schnappen. Brauch die Höhe. So, das haben wir nicht irgendwann mal hier was reingesetzt. Zu klein. Also, merken, das Ding, was ich jetzt baue, nachher in größer abspeichern. So, Kappler. Jetzt hätte ich aber ACS dabei. So, halt, das noch nicht. Command and Control haben wir immer noch nur die ganz winzigen. Ach, Kacke. So, Hauptträger. Skibbert runter. Control. Vierer. Da. Und da. Perfekt. Behaupte ich mal. Wie hoch ist denn das Gewicht eigentlich jetzt von dem ganzen Teil da? 8 Tonnen. Ach komm, wir haben schon sehr viel schwerere Sachen weggekriegt. Locker verzehnfacht. So, jetzt ach, Coupling da. Da wollte ich hin. Das wollte ich haben. 6er. Oder 4er. So. So, und Skipper. Oder nehmen wir den Wolfshund. Ich weiß gerade nicht, was besser ist. Der hier hat einen Vectoring, der auch. Der ist aber sehr viel günstiger. Warum ist der sehr viel günstiger? Der hat viel sehr okay. Skipper bringt einen, glaube ich, mit sehr viel mehr Bums nach oben. Und das wollen wir ja auch. So, wir das rumgefake. So, damit das keiner sieht, Kappen drauf. So. Muss so. Sieht keiner. Alles perfekt. Ein paar Flügelchen dran.
Ja, die muss ich mir auch mal. Hatte ich nicht Forschungspunkte? Warte mal. Sunstation. Ich hatte doch Forschungspunkte, ne? Ja, aber sowas von habe ich Forschungspunkte. Moment. Nee, du bist es nicht. Du bist das Kleinste. Ach, du kommst erst da, ne? Nee. Ja gut, die sind natürlich nachher auch cool, aber... Da ist er. Oh ja, die trustet natürlich. Machen wir. Wir haben auch Geld, wir kaufen einfach mal alles. Ich weiß noch nicht, ob wir die alle brauchen, aber wir haben sie dann erstmal. Und was brauche ich jetzt noch? Neue Füßchen. Wenn ich jetzt schon mal hier drinne bin, dann... Ich weiß nicht, was du... Ach, Grabbing Unit, das ist das mit diesem Asteroiden verschieben, ne? Ja, braucht keiner. Genau, das waren die Triebwerke, die meinen Rover mal wieder ans Docking Port gebracht hatten. Das sind ganz winzig kleine Teile mit Monoprop und sowas. Okay, brauche ich auch nicht. Größere Module, das klingt doch super. Für einen Lander, ne? Weil unsere Lander ja auch immer so... Ja, da komme ich auch nicht hin. Okay, wir nehmen... Nein, ich spare mir das. So, die Flügel sind asymmetrisch. Da ist er auch nur am Jammern heute. Warum eigentlich? Also nicht am Jammern, sondern warum asymmetrisch, wenn ich den jetzt so setze? Ach, ah, ich weiß, was du meinst. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ist egal. Jetzt nehmen wir erstmal, wo ist er? Wo ist er? Ich sollte vielleicht die anderen erst wegnehmen. So. Wenn er was Bums macht, dann das. Und jetzt... Sieht das jetzt symmetrischer aus? Nicht so wirklich, ne? Ach, weil, wahrscheinlich, weil die Tanks ein bisschen verschoben sind, ne? Ich glaube aber, das reicht so. Ne, nicht da, da. Fuel, Fuelstruct. So, wir fangen von da nach da. Da nach da. Ich kann jetzt auch in der Zweiersymmetrie machen, müsste erst noch nicht auch. Na, alles gut. So, so, so. Und dann noch von da nach da. Ha, schön wie immer. Nur ihr feuert alle zusammen. Splitten, splitten. Du bist der Erste. Das heißt, du weg, du weg, du gehst dazu, du weg, du weg. So. Wenn... Warte mal. Das heißt, du wärst der Zweite. Das wärst du und deine gegenüberliegende Seite. Also so. Hier, hier, hier. Das weg. Das weg. Dann oben die Kapsel darf dich nicht bewegen. Reicht das, um die 8 Tonnen hoch und um die Sonne zu kriegen? Nochmal was Besseres. Also die Triebwerke, die kenne ich noch von früher. Die
Frage ist, braucht das Ding jetzt noch Booster oder nicht? Das ist ja immer so. RT. Ja, lassen wir mal lieber aus. Machen wir mal halb. Und 3, 2, 1, los. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob wir... Okay, scheint alles zu passen. Gut. So, kippe ich das Ding jetzt so wie normalerweise oder traue ich dem Braten einfach nicht? Vielleicht ist er auch zu klein. Wobei, erste Stufe, 3000 Meter. Alles gut, alles drin. So, ich brenne die erste erstmal leer und dann kippe ich. So, und jetzt könnte man es mal versuchen. So, alles gut. Ja, sieht super aus. Na super, es war so ein Fall für sich, aber erstmal alles gut. Wir kommen hoch. Den Leuten geht's gut. Also ist ja keiner da, aber dem Ding hier oben geht's blendend. Hier die Sache, möchte ja gerne wieder verlockend einfach sagen, bleib mal Pogmate und zeig mal, wo du hinkommst. Es war jetzt zu mutig. drehe. Kriegt er sich auch wieder ein oder macht er das jetzt standardmäßig? Ach, das macht... Ich muss die mit der Mittelstufe verbinden. Das wird es einfacher machen, glaube ich. Und jetzt haben wir gleich wenigstens schon mal die Höhe erreicht. Pendelt sich hier auch ein, irgendwie. Wir brauchen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass wir damit nicht in einen Sun-Orbit kommen. Weil die Mittelstufe hätten wir noch. Okay, merken. Verbindung noch dazwischen setzen. Ich lade die dann nochmal, dann kann ich die auch... Ja, kaum war die erste Stufe weg. War vorbei, ne? Huch, wir sind schon viel zu hoch. Jetzt muss ich danach gucken. Was unser Strom sagt. So. Ja, ist jetzt ein bisschen früh gebrannt, aber... Wird, glaube ich, müsste trotzdem was werden. Ja. Na, schafft das vorher? Ja, super. Na, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Los, komm her. Perfekt. Immerhin schlackern die synchron.
und schön symmetrisch. Das ändert den Kurs dann nicht ganz so schlimm. Ich habe schon wieder keine Action Groups angelegt. Und ich muss immer noch husten. Wofür ich mich immer noch nur entschuldigen kann. So. Ist jetzt eigentlich egal, da wir gar keinen Widerstand hier haben werden. Können wir die eigentlich alle ausfahren? Das dürfte auch nachher beim Beschleunigen ja theoretisch kein Problem verursachen. Schick aussehen tut es, ne? Ja, das ist doch mal. Es muss halt Richtung Sonne ausgerichtet sein, sonst bringt das nicht viel. Okay, und diese schlackernde Dinge hinten muss nachher weg. Aber gut, wir wollen jetzt am liebsten in Richtung. Das heißt, ich könnte eigentlich direkt Gas geben, oder? Dann landen wir hinter, können auch ein bisschen mehr abbremsen, alles ist gut. Jetzt fliegt es uns gleich auseinander. Das sah aber schon fast knapp aus, ne? Wir haben die ganzen Science-Sachen vergessen, ne? Das Ausfahren der Solarpaneele ändert schon die Flugbahn, dass das dann noch mehr wackelt. Also ich lerne ja gern was Neues dazu. Das wusste ich nämlich wirklich noch gar nicht, dass es da schon Probleme geben kann. So, wann sind wir denn da? In 17 Tagen. Das können wir noch machen, bevor wir nachher diese andere komische Mission machen müssen. Was? Warum? Jetzt wird das ACS angeworfen und die ganze Bahn ändert sich. Was ich lustig gefunden habe. Aber warum die vorher jetzt plötzlich entschieden haben, nee, ich mache jetzt doch keinen Orbit, das habe ich nicht verstanden. So, jetzt aber. Einmal versuchen. So. Und Sonnenorbit. Und den würde ich jetzt eigentlich auch gerne auf diesen Orbit runterbrennen. 10,5. Können wir mal machen. Die Mission ist eigentlich schon abgeschlossen. Ja, super. Die eine Seite mal auf 10,5 runterbringen. Das
können wir auf der anderen Seite dann vielleicht irgendwann auch machen. So in einem halben Jahr können wir ja mal gucken gehen. Und wir sehen ja wann, so in... Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie viele Tage so ein Jahr hat hier. So, 10,5. Oh, sieht super aus. So, das heißt, der schwingt dahin. Dann haben die, glaube ich, so einen Versatz von 120 Grad oder sowas. Also, das wäre super, dann könnte man drei Stück nachher, aber vielleicht eher 160 oder so. Also, sie werden sich nicht ganz gegenüber liegen, aber irgendeiner von denen müsste dann erreichbar sein. So, grundsätzlich kann es dir ja egal sein. Du kriegst deinen Strom. Ich drehe dich jetzt trotzdem da mal hin. So, ein bisschen mit der Massenträgheit spielen. Alles gut. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt halt leider doch keine... Ja, ich muss Science da immer rein, Scientists immer reinstecken. Aber die sind so teuer. Also lassen wir das stecken und freuen uns, dass die Mission abgeschlossen ist. Bleib mal stehen jetzt. Das hat die schon wieder weggedreht. Ach, egal. Die kriegt ihre Sonne. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. So. Ein Traum. Das heißt... Es war jetzt noch offen. Genau, der Polarorbit um Kerbin. Ja, den kriegen wir ja schnell hin. Den kriegen wir schnell hin. Polaren Orbit und Kerbin. Science Data vom Space War und Ike. Das Ding in einen anderen Orbit schieben. Stationären Orbit um Eve. Das wird eine harte Aufgabe. Das muss genau getroffen werden. Das ist kein stationärer Orbit. Auf Null auch noch. Das... Niemals. Minimal Deviation. Ja, ich kriege ja noch nicht mal dieses Marginal Deviation um Moon hin, ne? Orbitalstation um Moon. Wir dieselbe nehmen. Five Goebbels, Research Lab. Aber wir könnten dasselbe Ding nehmen, nur mit dem kleineren Träger, ne? Hat unser Lander? Ne, der hat keinen Docking Port. Das hätte man die sozusagen wieder abheben, dort andocken, um die Leute zu retten. Aber wo Leute retten, der Rover liegt da auch noch, ne? Ich nehme mal den stationären Orbit hier mit. Die Station, weil Stationen sind super. Aber ich glaube, unser Sun Station ist zu teuer und zu groß. 227. So, genau. Ich wollte jetzt noch eine Struktur hier unten dazwischen setzen. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, man macht das so und so. Ach. Also schon mal nicht so. So. Dann haben wir das. Und dann packen wir das jetzt mal hier in die Zwischenablage. Nein, eigentlich ab dem Decoupler nur, danke.
Was ist der große Sun Träger? Sonst jetzt soll dasselbe Ding nur nach Moon fliegen. Ich überlege gerade einfach eine Stage rauszunehmen. Weil dann gehen alle. Oder die Stage kleiner zu machen. Was? Irgendwie dachte ich jetzt, über STRG Z kriege ich meinen Teil wieder, aber es will wohl nicht. Deswegen haben wir das ja zum Glück schon fertig. Wenn ich das so mache, ja, sparen wir erstmal ordentlich Geld. Und reicht das? Wir hätten dann ja, warte mal, Satellit, Moonlander. Was brauchen wir denn? 5 Kerbals haben wir hier drin, Research Lab haben wir hier drin, Station in Orbit of Moon. Haben wir hier auch drin. Dann haben wir um Moon halt eine Station. Und diesmal denke ich aber an die Science-Daten. Ja, ich nehme jetzt mehrere mit, da ich da keinen bei habe, der dort mitfliegt. Ich weiß, das ist jetzt beim Thermometer eigentlich egal. Aber sieht dann symmetrisch aus. Das heißt, wir könnten im Überflug dann, ich muss gucken, ob ich dann in einem sehr flachen Orbit nur mache. Dann so überflugmäßig, wenn dann irgendwie seltsame Missionen dann auch kommen. Jetzt ist es natürlich wieder teurer aufgrund der ganzen Science-Sachen. Der ist jetzt ja nicht so günstig. Doch, eigentlich schon. Warum ist es wieder so teuer geworden? Und warum liegt das hier so kacke? Hier sieht super aus. Und in den anderen Ecken wie Kraut und Rüben. Ja, wegen der Vierersymmetrie, ne? Wenn ich jetzt da einsetzen will, das dann nämlich auch in irgendeine Ecke packen. So ein Cheat aber auch. Ach, egal. 6? Wir bleiben bitte bei 4. 4 dahin. Komm mal her. 4 dahin. Und warum ist es jetzt günstiger? Waren es vorher doch 6er? Ich habe keine Ahnung. So. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt einen Science reinsetze, den wir nicht haben. Der uns zu viel Geld kostet, ne? Wollen wir einen Science mitnehmen und den da oben versauern lassen? Wir brauchen sowieso mal wieder einen. Ja, stimmt, danke. Ich hätte dich schon wieder vergessen. Nee, wir haben nur Platz für 12. Ich hole mir keinen Science. So, Action. So, da, Actions. Verdammt, wie war das? Das haben sie auch geändert, oder? Muss ich erst was erforscht haben, um Action Groups komplett zu haben? Ich glaube ja, ne? Ach,
Es muss, glaube ich, ein Gebäude ausgebaut werden, ne? Genau, das sind die Basic Action Groups. Und jetzt kann ich die Custom nehmen. Dann sind wir aber auf pleite. Dann können wir das Ding da zwar hinschießen, aber kriegen das Geld nicht mal mehr rein, ne? Weil jetzt die Station doch ein bisschen teurer ist. Aktiv. Entschuldigung. 182 kriegen wir nur wieder rein. Also durch den Abschluss. Also wir haben ja die 66 schon gekriegt. Wenn die Rakete natürlich zu schwach ist, um das Ding dahin zu schießen, dann haben wir auch wieder ein finanzielles Problem. Wir machen es trotzdem. Ja, wir machen das jetzt trotzdem. So. Kein Weg zurück mehr. Action Groups. So. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ah. Extend Solarpanel. Extend Solarpanel. Muss ich dann irgendwie eine. Ach, boah, Alter, wie war das? Muss ich nicht eine Taste sagen oder wo wählte ich die nachher nochmal aus? Doppelte? Wieso doppelte? Jetzt interessiert dich erstmal, wie ich Action Groups auswähle. Das sind ja die Standardsachen. Musste man die nicht auf eine Hotkey legen? Oh Gott. Hätte ich die auch da reinsetzen können? Nee. Kann ich nämlich nicht auswählen. Oder liegt das jetzt daran, weil ich die hier auf Stage? Nicht auf die Batterie. Ach, guck mal, die hätte ich auf Stage setzen können. Geht das? Die Frage ist nur gerade, wie wählt man diese Action Groups noch mal aus? Ich will das hier mal ausprobieren. Einfach nur drücken. Ich habe jetzt irgendwas total Episches erwartet. Mich interessiert es gerade eher, auch wenn ich jetzt auf Breaks gehe. Okay, kann man machen. Gut, wir haben keine Bremsen, deswegen ist das gerade egal, aber die Idee finde ich gerade irgendwie so weg. So, und jetzt einfach 1. Achso, 1 bis 0. Ah. Ja, klar. Irgendwie logisch, ne? Okay, egal, alles super. Wir heben es einfach mal ab. Hier ist jemand drinnen? Nein, noch besser. Das wäre ja so. Und theoretisch brauchen wir jetzt ja nicht ganz so viel Saft, weil wir weniger Tanks dabei haben, also auch weniger Gewicht brauchen. Mal logisches Denken. Für Moon müsste das reichen.
Danach bekommen wir irgendwelche Missionen, die wir uns einfach nicht mehr leisten können. Die ganzen zugehörigen Raketenteile. So. Wir steigen auch langsamer, was aber auch daran liegt, dass ich weniger Gas gebe. Es schlackert trotzdem. Ich hatte gehofft, da die relativ mittig angebracht sind, dass die jetzt nicht wie wild anfangen rumzuwackeln. Ich habe auch keine Fins dran, ne? Ja, da kommt es jetzt. Keine Fins dabei. Und alles instabil. Und wie konnte ich nur auf die Idee kommen zu kippen, wenn meine Rakete nicht fertig baut? Dieselben Fehler macht wie jedes Mal. Ja, aber da brennt sich trotzdem sein Orbit. Man muss halt nur ein bisschen manuell mitlenken, dann klappt das schon. Und jetzt das Absprengen könnte lustig werden. Ne, alles super. Ist nichts passiert. So, du steigst noch vernünftig. Jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas, weil sonst... Wie das mit der Apoapsis, das glaube ich nichts. So, alles super. Und Moon leuchtet auch nichts, dass wir einen spezifischen Orbit bräuchten, ne? Nein, sieht gut aus. Der Orbit um Kerbin, der regt mich noch auf. Der ist aber hoch. Bin noch ein Spaß da. Okay, du machst noch das, was du sollst, ne? Ja, okay. Jetzt haben wir die Stage gleich leer. Aber das muss reichen eigentlich für Orbit und Transfer. Oder auch nicht. Na komm schon. Alles gut. Ganz entspannt. Ich könnte, glaube ich, jetzt wirklich mal anfangen zu warten, bis ich ein bisschen näher dran bin. Ja, so, okay. Ah, jetzt habe ich das Höhenproblem gleich, ne? Dass ich in Orbit brenne, ohne die richtige Höhe zu haben. Übrigens auf 70 sollten wir das schon noch hochkommen. So, ganz entspannt jetzt wieder. Alles ist gut. Orbit ist auch schon fast fertig. Tank ist noch halb voll. Wird kein Problem sein. Orbit ist auch schon fast fertig. Fast perfekt. Autosave, das Spiel möchte auf Nummer sicher gehen.
So, komm mal rum hier. Super, Moon da. Und jetzt so einer, ich stürze danach drauf, Orbit oder nicht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Glauben ist fast so super wie Wissen. Ach, Moon Orbit bremsen, da ist immer. Es ist ja nichts. Ich glaube, unser Sprit wird schon auf den Transfer ausgehen. Müssen wir nachher den Orbit mit dem Monoprop bremsen. Sachen, die theoretisch möglich sind. Praktisch haben wir dafür, glaube ich, dann zu wenig Monoprop mitgenommen. Ja, so ist auch in Ordnung. Jetzt habe ich schon wieder aber nicht diesen anderen Orbit genommen, ne, wo wir nur noch knapp ein Jahr Zeit für haben. Diesen Schlenker da, der macht mir Sorgen, dass wir doch auf Moon runterfallen. Aber wir haben genug Sprit, um das trotzdem zu halten, aber... Wir müssen den Orbit so hinkriegen, dass wir nicht, dass wir auch zu ihm versetzt fahren, dass wir auf der Rückseite des Moons immer einen Satelliten haben. Okay, wir sollten doch ein... Ja, wie heißt's? Da? Genau. Und gleichzeitig bremsen. Ich glaube, das wird ein ganz seltsames Ding, wenn ich das gleichzeitig noch... Dass ich noch versuche, den Orbit zu bremsen. Nein, das ist super so. Total kreuz und quer jetzt, was wir nachher die Orbit zum Moon angeht, aber... Das kann mir ja egal sein. So, danach auf der Periapsis noch die Aboapsis wieder runterholen. Alles ist gut. Den muss ich nicht treffen, ne? Das ist der andere Orbit. Nee. Das ist der andere Orbit. Das ist schon wieder einer, ne? Wie viele Orbit-Missionen haben wir denn? Ist ja schrecklich. So, okay. So. Huch. Sollte es schon... Warum ist er da nicht mehr drauf geblieben? Das ist jetzt wieder sonst was, weiß ich, für ein krummes Ding hier, oder? Na, ist egal. Es wird reichen. Es zieht sich hier langsam raus, aber ich meine, es zieht sich raus. Und gleichzeitig wird es auch kleiner. Haben wir jetzt einen Orbit. 34.000 reicht. Können wir schon mal wieder ausmachen. Wir haben auch so viele Batterien mit, dass uns das strommäßig auch vollkommen egal ist, was wir hier machen. Ja.
Habe ich mal eine schöne Aussicht hier. So. Haben wir es? Ja, reicht mir. Wir sind jetzt auch irgendwie so auf 30 oder so runter. Der ist da auch schon auf 30 runter, ne? Na, warte mal, dann warten wir jetzt, bis wir dahinter sind. Damit die Periapsis nicht noch kleiner wird. Genau, hat er gemacht. Das ist ein anderer Orbit. Alles ist super. So. Wobei, wenn ich zu nah dran bin, ne, dann habe ich ja auch nachher das Problem, erst recht mit der Funkwellenausbreitung. Ne? Na, ist egal. Aber so werde ich wegen Science-mäßig nicht allzu große Probleme haben. Weil ich jetzt theoretisch erstmal alles irgendwo überfliegen kann, was hier vielleicht interessant sein könnte. So, jetzt Deploy und 1. Wo ist denn da? Okay, haben wir jetzt hier etwas, das wir gebrauchen können? Dann können wir erstmal nach denen gucken. Nö. Near the Moon, ja gut. Ist egal, unsere Relaisstation ist im Orbit. Das kann aus, alles ist super. So, wir haben eine Moon Station. Also eine orbitale Moon Station. Das ist ja mal, wir haben immer noch kein Geld. Stationäre Orbit um Eve. Never. Die Leute retten bringt jetzt nicht so die großen Sprünge. Science Data from Ike. Irgendwas nach Ike schießen. Nee, Moment. Erstmal sollten wir jetzt den polaren Orbit umkurbeln. Den sollten wir jetzt mal machen, weil sonst haben wir nachher ein Problem. Also, ich weiß nicht, dann kriegen wir, glaube ich, das Geld abgezogen und wir brauchen Geld derzeit ganz dringend. Machen wir den polaren Orbit umkurbeln. So, da können wir doch den Standardsatelliten nehmen, ne? Standsat oder wie der nochmal hieß. Sat-Test. So, der Standardsatellit. So, polarer Orbit. Aber wenn das nichts wird, Latsch. Actually,